Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, ich reite heute auf der Virginia. So. Oder nehme ich heute diese Putzbox. Da hat sie noch so eine Muschel drinne, aber die benutze ich natürlich auch für Zimtstern. Ja. Also, dann nehme ich da mal das Halfter. Und die werden natürlich heute, also ich habe übrigens das hier. Diese Putzbox benutze ich heute aber nicht. Ich benutze heute meine andere. Ja. Deswegen holen wir jetzt ihn. Oh, da steht noch Xanu. Der Süße. Tschüss. So, da steht jetzt die Chini. Jetzt bin ich sie da an. Das, oh, hallo. Ja, geh weg. Ja. So. Ja. Bin sie heute mal so an. So, jetzt mache ich kurz die Decke ab. Also, heute nehme ich euch wirklich mit. Ein FM am Start. Also, ich werde halt wirklich zeigen, wie ich sattle und alles. Außer jetzt, wie ich sie aus der Box hole, weil da misst gerade noch jemand aus. Wollte ausmisten. Ich verstehe das nicht, wie man ausmisten kann. Einfach so. Aber ja. Ja, die macht das halt heute. Die möchte das mal machen, weil die hat das noch nie gemacht. Bei so Pferdeboxen. Sondern nur dort beim Streicheln zu, sozusagen, hat sie es gemacht. Und ja, deswegen putzt sie den. Da konnte ich auch nicht wirklich arg zeigen. Und ja, jetzt fangen wir an zu putzen. Und das noch meine Gerte. So, dann nehme ich da mal. So, da putze ich jetzt mal die Beine. Jetzt stelle ich kurz die Kamera hin. Das geht jetzt so doch besser. Ja, deswegen mache ich das jetzt so. Die Kamera ist nämlich die ganze Zeit runtergefallen. So. Gut, und diese noch da rein. Ich starte heute übrigens mit Gürtel. Die habe ich neu bekommen. Da habe ich noch eine andere. Vielleicht tue ich dann die rein. Die kommt hier hin. Muss ich mir noch ein bisschen überlegen. Jetzt gehe ich noch mit dem Schwamm. So da durch. Ein bisschen hier. So, es reicht schon. Ah ja. Spray oder Mähenspray, wie immer, tue ich nicht drauf. Aber ich tue hier ein bisschen die Hufe machen. So tue ich hier ein bisschen die Hufe einölen. Einfetten, wie auch immer. Ja, dann habe ich hier das Fläschchen. So. Könnt ihr es erkennen? Da steht Öl. Special Öl. Ja. Da ist noch der Pinsel dazu. So.
So. Das müsst ihr da. Hopp. Gut. Da tue ich der Pinsel wieder da rein. Dann mache ich das bisschen zu. So. Das habe ich wieder übrigens hier hingetan. So. Und ja. Die hübsche Maus wird heute mit dieser wunderschönen Schabracke geritten. Oh, das ist noch ein bisschen dreck. So. Oh ja, ich finde die wirklich mega schön. Da habe ich dann noch eine. Mal gucken, welche ich nehme. Denke ich, werde die nehmen, weil die hat da voll schön. Die ist da voll schön. Übrigens werde ich ihr auch ein Saddlepad drauf tun. Da sind alle meine Pads. Und das hier. Das sind alle meine Saddlepads. Das hier habe ich neu bekommen. Das hat hier so Schichten. Und der hatte ich schon. Also das hatte ich schon. Das habe ich auch neu bekommen. So. Ist unten noch so gepolstert. Und dann habe ich noch das hier bekommen. Und das werde ich heute nehmen. So. Und ja. Da tue ich die wieder aufeinander. So. Ich werde heute gebisslos reiten. Also mit dieser wunderschönen gebisslosen Trense. Die habe ich übrigens von einer Freundin bekommen. Und dann habe ich hier noch einen schönen Strick. Der ist wirklich mega schön. Und nächstes Mal werde ich auch sie longieren. Das wird sie sein. Und dann werde ich sich auch wieder mal ein Video mit Zündstern machen. Und übrigens mit Blitz werde ich jetzt auch noch gucken. Mache ich sicher auch wieder mal ein Video. Und ja, dann hole ich jetzt den Sattel. Gehen wir da. Also die ist wirklich brav da hinten. So. Weil ich habe den eben letztens dort gelassen. Da. Gut. Und dann nehmen wir den mal so. Oh, jetzt ist die Trense abgefallen. Gut, habe es wieder dahin getan. Und jetzt laufen wir wieder. Oh, da hat sie dir. Schön, Chini. Oh, so. Ja, das ist echt ein bisschen schwerer als Zimtstern sein. Manchmal benutze ich aber auch den gleichen. Ja. Blitz. Sein Sattel. Das ist auch der. Ja. Und ja. Die Hufe ausgekratzt habe ich hier von gerade. Aber das habe ich jetzt wirklich nicht gezeigt, weil er ein bisschen gebockt hat. Und ja. Dann werden wir jetzt das alles drauf tun. Oh Gott. Wenn ich alles mit euch mache, ist es auch ein bisschen später. So. Das Pad. Da. Und ja, jetzt der Sattel. Tada! Ja. Ich mache jetzt noch kurz den Gurt ein bisschen fester. So. Da. Gut. Fein. Brav. Jojo. Der ist wirklich ganz brav. Jetzt werde ich mich kurz umziehen. Und ja, dann werde ich sie auch schon aufzäumen. Aber wenn ich jetzt gerade so überlege, mache ich ihr noch die Gamaschen dran. Die zwei hier.
Die gehören ihr, die gehören Zimtstern. Und ja. Gamaschen, was sag ich? Sind Bandagen. So Leute, das sind wirklich Bandagen, nicht Gamaschen. Bandagen. Ja. Und die werde ich jetzt drauf tun. So. Und die hier noch. So. Kurz auf die andere Seite. So. Die wunderschöne Maus ist fertig. Tada. So. Ja. Ja, eben. Ich ziehe mich jetzt an. Und dann gehen wir auch schon los. Übrigens gehen wir wieder auf den Springplatz. Und ja, dort tue ich wieder ein bisschen mit ihr springen, mit der Mausi da. Und ja, los geht's. So, wir sitzen jetzt hier oben. Da hat sie ihre gipslose Trense und die Gummibands halt. Lumban. Ja. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Na super. Wieder alles aufgebaut gelassen. Jetzt muss ich das noch machen. Oh, heute treffe ich voll die Hunde. Okay, tschüss. Okay, dann mache ich hier eine Stange ab. Macht das heute alle mit euch. Und bitte nicht vorspulen, das finde ich auch wirklich gemein. Mache hier diese noch ab. Oh, die sind echt leicht. Deswegen so wie Plastik, weil, ja, es geht mir auch einfach her. Und hier mache ich es so. Die Stangen sind schon schwerer. So mache ich es. Weil für sich das schwer mit Wassergraben und so. Wassergraben und dann noch so einen hohen Sprung. Deswegen mache ich das auch nicht gerade so hoch. Ja. Dann nehme ich hier noch eine ab. Ich denke, das sollte sie schon schaffen. Weil, ja, ihr wisst ja. Und jetzt geht's los. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen wieder dritten und ein bisschen Sprung sind wir jetzt und wir gehen jetzt auf den neuen Reihenplatz, weil sie mag auch wirklich nicht mehr und sie hat da aber wirklich super gemacht. Dort werden wir zwei oder einen Sprung aufbauen, weil sie für sie ist es echt noch ein bisschen viel so zu springen. Deswegen, ja, gehen wir jetzt runter und ja,
hoffen, dass der Platz frei ist. Und ja, los geht's. Hallo. Oh, hallo. Dürfen wir auf den Platz gehen oder bist du immer noch dran? Ich bin jetzt fertig. Okay, da können wir jetzt kommen, oder? Ja, ja, kommt mal. Raus, komm. So, zum Glück waren die gerade fertig. Und ja, jetzt reite ich. So, wir gucken jetzt mal, wie das ist, wenn das so stark ist. Und ja, steh. Ja. So Leute, wir sind jetzt fertig mit dem Reiter und ja, jetzt werden wir sie in die Box, auf die Koppel. Wir lassen sie heute auf die Koppel und ja, so, mal bitte aufmachen. So, gut. Los. Steh. Hab. Was siehst du denn? Hab. Steh. Eins, zwei, drei. So, abziehen. Steh. So. Tada. So, da werde ich jetzt aufmachen. So, jetzt nehme ich erstmal den Sattel ab. So. Der Sattelgurt. Pad. Hier. Der Deckel. So. Ja, ich fand das wirklich schön. Ich habe da, glaube ich, auch ein paar Fotos gemacht. Und ja, der Sattel, den lasse ich heute halt mal hier. Tut der nicht mehr. Die Trense fällt einfach runter. Ich tue das nicht mehr dorthin. Manchmal so da, manchmal dort. Ja. Und ja, die Bandagen abmachen. Und so. So, versagt. Und noch ein bisschen mit dem Schwamm drüber.
Gut. So. Ich bringe sie jetzt auf die Kuppel. Also zuerst machen wir die Decke. Bei ihr hin. So. Und dann bringe ich sie auf die Kuppel. Ja. Mach hier noch zu. Ja. Jetzt kann die Maus auf die Kuppel. So. Die Hälfte ab. Die. Leute, ich hoffe, euch hat mein FMA im Stall gefallen. Lasst mir bitte ein Like und wenn du mich noch nicht abonniert hast, bitte auch ein Abo da. Und ja, bis bald!